Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1472, erstes Halbfinale, Wintermasters, Season Final, Playoffs. Es ist ein PVZ und ja, da spielen auch zwei Top-Namen gegeneinander, einmal aus Amerika beim Team Ting, es ist Neep. Und sein Gegner, der Zerg in Blau, aus Finnland beim Team Ents, es ist Serral. Da sieht man schon was, Workers, was da im Bau ist. Was da rumsteht. Serral hat wirklich keinen Respekt mehr vor den Leuten. Er schießt einfach sich fröhlich durch. Er kommt ein früher Spawning-Pool von Serral. Rennt mit den Dingen mal fröhlich durch die Gegend. Knabbert den Pylon weg. Und wird dann sofort weiterrennen. Ja, Pylon-Block war nicht groß effektiv. Und Neep muss einen Zealot mitziehen. Baut hier eine Wall. Sollte halten, denkt man. Aber mal sehen, was Serral damit so anscheinend kann. Kommen nochmal zwei Dinge nach. Danach erstmal ab in den Overlord. Und die Probe, ja, die wartet hier von wegen, was kommt noch so aus der Zerg Base? Was muss ich dann noch alles warten? Ja, dann geht's hier los. Also Serral will anscheinend auch mit dem Halbfinale schnell fertig werden. Knabbert jetzt hier das zweite Gate werden, das noch im Bau ist, hat jetzt keine Schilde mehr. Also, so langsam waren die Hitpoints unangenehm. Es sind keine Probes gefolgt, die in der Verteidigung helfen können. Dafür ist kein zweiter Zealot da, aber auch dann, die Linge sind zahlreich und das Gateway ist fast down. Die Lücke ist jetzt offen, aber die Zealots wollen fighten, waren halb surrounded. Schildbatterie kommt jetzt damit dazu. Erster Zealot geht da down. Der zweite Zealot moved ein bisschen hinterher, kann aber damit keine weiteren Linge angreifen. Die Linge kommen hier durch, kommen hier ran und wollen das Gateway haben. Und das werden sie wahrscheinlich auch kriegen. Der Dab kommt zwar gleich, aber die Linge haben genügend Schaden. Gateway ist down. Und Serral sagt, sieh ja. Ich gehe da mal wieder. Aber hat damit natürlich schon guten Schaden erreicht. Das 400 Ressources lost, das sind zwei Zealots und ein Gateway. Dafür drei Linge nur verloren. Also das war dafür, was es war, ziemlich effektiv von Serral. Wirklich gut den Schaden auf die Linge verteilt. Gut gegen gemicrot. Und ja, für Serral natürlich, er muss jetzt aufholen. Neep hat hingegen ein ganzes Stück verloren. Geht jetzt auf den Stargate. Hat aber nicht so viel Vespingas eben. War nur auf einem Gas anstatt zwei. Also wird ein bisschen down, bis dann Oracle mit dazukommt. Und ja, bei Serral gilt es erstmal, die Economy wieder richten, weil die war natürlich am Anfang etwas, ja, eingeschränkt. Dritte Basis kommt dann mit dazu und Neep schaut dann mal mit den Adapts vorbei. Also schon mal interessanter Auftakt für die beiden. Ich bin gespannt, ob Serral noch einen Roach-Push startet. Inzwischen, so langsam erkenne ich ein Muster, es ist mindestens ein früher Pool drin und ein Roach-Ravager-Push. An den Roach-Ravager-Push, der fehlt uns jetzt noch. Ich bin mal gespannt, ob der von Serral noch kommt in dieser Serie. Wer das Neep natürlich einfach wahrscheinlich so Makro-Game spielen möchte. Aber wir sehen hier gerade, die Adapts bekommen ein bisschen Gesellschaft. Die Queen spuckt da fleißig drauf und die Adapts, oh, das ist ein schwieriger Shade. Denn die sind direkt dran an den Queens. Es geht mal eine Drone down. Der zweite Drone sollte fokussiert werden, wird aber nicht erreicht. Die zweite Drone, die geht down. Aber es sterben zwei Adapts für zwei Drones. Das ist es am Ende nicht so ganz wert. Und Serral damit, ja, 650 zu 200 Resources lost. Und hat sogar irgendwie einen Link hier noch reingekriegt. Und sieht damit das Oracle, das gerade fertig geworden ist. Danach kommt ein Void Ray. Wird ein Spockholder gebaut. Es sind aber auch schon drei Queens draußen mit einer vierten unterwegs. Speed Upgrade. Und somit, Serral sollte damit keine großen Schwierigkeiten haben. Dritte Basis ist noch nicht ganz fertig und Spockholder sind gleich frisch mit dabei und die Queens sowieso direkt auf Abfangkurs. Dritte Basis beim Protoss, ich schätze mal, die wird kommen. Also ich gehe stark davon aus, Neep geht auf eine dritte Basis. Haben wir jetzt Warpgate gleich fertig. Die, ja, Probe hier mit dem Adept unterwegs für eine dritte Basis. Aber erstmal ein bisschen Ruhe eingekehrt, wobei hält nicht lange, wenn die Dinge dann direkt unterwegs sind, weil der Overlord hat das auch gesehen. Frisch die Basis platziert. Linkspeed aber noch nicht mit dabei. Das heißt, die Sorgings sind gerade einfach noch nicht so stark. Es kommt noch eben das. Wo ist das Void Ray hin? Es hat den Overlord verpasst. Das ist natürlich unglücklich. Ja, aber der Overlord, er wird nicht viel sehen hier, weil da wurde nicht viel nachgesetzt, außer eben diese dritte Basis, aber die wurde schon gescoutet. Der Linge rennt mal ein paar durch die Gegend. Da kommt ein Roach von, da kommt ein Leertech. Und die Lufteinheiten sind einfach so hier und da mal unterwegs. Der Overlord wird gesniped. Und Doppel Oracle jetzt hier unterwegs auf die Mainbase. Queen-Anzahl, 6 Stück. Aber 2 davon nur in der Mainbase mit dem Spockholder. Trotzdem, Defense scheint erstmal zu passen. Oracle haben nochmal freundlicherweise den Laser an. Damit wird die Energie auch weniger. Jetzt den Laser wieder ausgeschaltet. Dritte Basis kommt online. 47 zu 53 Worker.
Und Savile droned nochmal höher. Das hat sich jetzt einfach eingependelt. Da sind ja aber niemals selber mit ein paar Units unterwegs, nämlich die Adepts kommen mit nach vorne. Und bei Savile 6 Queens, 11 Länge ist momentan noch ein bisschen wenig. Ja, und er baut jetzt Overlords für Roaches. Das könnte knapp werden für ihn. Aber er hat die Queens. Die Queens können auch noch einiges an Zeit kaufen. Die Frage, wie viel Schaden nimmt er an der ganzen Aktion? Jetzt baut er Länge. Hat nach wie vor keine Roaches aufs Feld geworfen, überraschenderweise. Aber die Queens sagen gleich mal Hallo zu der ganzen Truppe. Die Shades werden mit zurückgezogen. Das wäre eine gute Chance gewesen für Nieb, weil es ist halt wirklich nicht so viel da. Auch Linge wären es nicht so viel, die Adepts surrounden. Okay, da wurde die Wall zugebaut. Drum kam der Block. Also Savile hat reagiert. Und jetzt der Shade ist dran, aber jetzt sind deutlich mehr Linge geworden. Die Oracles versuchen nochmal ihr Glück, aber da geht nicht viel. Und die Adepts ziehen sich auch erstmal wieder zurück. Also Savile verteidigt hier tatsächlich und geht jetzt in den Infestation Pit. Wird das Roach Swarm Host? Das ist ein doch relativ zügiger Infestation Pit. Hier das Oracle kriegt zwar 3 Kills, aber verliert den Großteil seiner Hitpoints. Die vierte Basis wird gesetzt. Und bei Savile, ja, plus 1 Missile Attacks und Roach Speed. Wie gesagt, das könnten Swarmers werden. Da kommt ein Lydus. Ja, 600 Gas auf der Bank. Das könnte was werden. Nochmal mehr Overlords. Supply freimachen. Da kommt ein Templar Archive bei Nie. Dritte Basis läuft natürlich. Linge rennt hier durch die Gegend. Aber noch keine Unit weiter gebaut jetzt. 7 Swarmhosts unterwegs. Also es gibt tatsächlich Swarmhost Nydus von Savile gegen Niebs Verteidigung. Er hat sich noch nicht voll eingeigelt mit Static Defense. Das kommt aber normalerweise in den nächsten paar Minuten, so wie wir das von ihm kennen im PVZ. Aber 13 Swarmhosts. Nydus Netzwerk ist fertig. Und Nydus beginnt hier oben. Und natürlich außerhalb der dritten. Und Nieb hat das... Ne, er hat es nicht gesehen. Er hat Ahnung vom Infestation Pit. Noch nicht vom Nydus-Netzwerk. Aber das... Okay, jetzt hat er... Er sollte die Swarmhosts gesehen haben. Er sollte die Swarmhosts wirklich gesehen haben. Nydus-Sound kam auch gerade. Zweiter Nydus direkt auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt macht Savile mal sein Ding. Hat auch die Queens mit rangelagert, um für ein paar Creep-Tumore zu sorgen. Und jetzt beginnt die Belagerung des Protoss. Wie gut ist Niebs Verteidigung dagegen? Er hat ein paar Archons, er hat Charge und plus 1 unterwegs, das ist aber nicht ganz fertig. Und die Locust landen mal fröhlich ein. Da geht's auf die Sentries, auf die Units, auf die Cannon. Und der Immortal wird lau, aber die Verluste halten sich noch in Grenzen. Der Immortal stirbt aber nochmal. Ne, das ist natürlich jetzt der nächste Nydus fertig, dass nochmal eine Sentry bitte gestorben ist. Hat einige Einheiten gekostet. Darunter eben eine Immortal. Wenn das die Oracles sagen, hier kurz Hallo, und kriegen den ersten Swarmhost gelasert. Aber die Queens kommen dann aus dem Nydus und blocken hier. Und da wird einfach gewartet auf die nächste Welle. 9 Roaches noch mit dazu. Savile maxt jetzt eben einfach sein Supply. Wandert hier fleißig über die Karte und möchte die Army auch, wenn es geht, ein bisschen abfangen. Die ist ein bisschen auseinandergezogen. Stattdessen wird oben der Nydus belagert. Von einem, nein, 2 Salads. Cryptomar steht aber mit dabei. Das heißt, Vision ist eh da, um den Nydus nachzusetzen. Aber die Dinge mischen sich da eh noch mit ein. Die nächste Locust-Welle wird gesetzt, aber die fliegt stattdessen gerade lieber auf die Protoss-Army. Und da kommt aber von anderen Seite, da kommt von anderen Seite die Roach-Army. Das heißt, die Locust landet hier nochmal rein. Der Archon schmilzt einfach. Der Archon löst sich einfach in Luft auf, der Archon ebenfalls, und die Protoss-Armee plötzlich hatten, ja, viel, viel mehr Probleme. Protoss-Armee hat sehr viel Schaden abbekommen, die Locust-Welle natürlich dafür jetzt auch wieder weg. Aber trotzdem, Charge ist nicht so toll gegen die ganzen Roaches. Nächste Nydus wird hier sogar nochmal gesetzt, also an der gleichen Stelle nochmal der gleiche Nydus. Da wird das Gate wieder zerstört, damit der Archon da rauskommt, damit da einfach mehr Platz ist. Und für Nieb gerade jetzt hier heiße Phase in der Verteidigung. Aber er hat noch keine der Nydus hier losbekommen. Also Savile defendet die ziemlich gut. Hat jetzt 3 Nydus-Würmer am Start. Creept da alles drumherum ein. Nächste Locust-Welle fliegt hier. Da kommt noch ein Hydralisk-Clan und Hive-Tag mit dazu. Und auch hier wieder die Queens werden ausgeladen, um einfach die Oracles wegzutreiben, damit die den Nydus nicht snipen können. Also ja, sehr systematisch hier gemacht von Savile. Und da ist die Locust-Welle drin. Die geht einmal auf das Templar-Archive. Das ist der nächste Fokus. Templar-Archive geht auch down. Dafür bleiben die Einheiten größtenteils am Leben. Dafür gehen die Roaches gerade nochmal in die Natural. Nehmen das andere Gateway auch noch mit raus. Die Production wird gerade ein bisschen wenig für den Protoss. 6 Gateways sind es noch. Es sind einige Immortals. Also die Roaches müssen sich in Acht nehmen, wenn die hier den Fight gegen die Protoss-Armee eingehen. Die hat sehr viel Feuerpower. Das ist plus 1 und ein paar Immos. Und die Immos teilen gut aus. Oben aber sind noch ein paar Roaches in die Mainbase reingegangen. Das ist aber nicht kennen. Das sind Zellets. Das sollte reichen, die Roaches aufzuhalten. Wenn das sind die Immortals, werden gedived. Aber die Immortals halten ziemlich lange durch. Whiteway auch mit dabei. Trotzdem, die Frage ist, wo kommen die Swarmhosts als nächstes zum Einsatz? Sollte nicht mehr als lange dauern. Es werden 23 Roaches nachgebaut. Und die Swarmhosts dieses Mal in der Mitte tatsächlich schicken die nächste Welle vorwärts, um im Fight auszuhelfen.
Und die Roaches wollen da das nutzen. Da geht's auf die Archons, auf den Immortal. Archon ist bereits down, Immortal ist down. Die Adepts lösen sich auch in Luft auf. Die Locusts machen sehr viel Schaden. Zealots kommen dazu, aber auch die Zealots natürlich haben hier Schwierigkeiten gegen die ganzen Locusts, gegen den ganzen Damage. Es gibt eine neue Basis hier unten tatsächlich, aber das wird von dem Link gescoutet. Wenn das der Nidus oben, die Nidus hier oben wurden endlich mal abgeräumt. Aber wie gesagt, da ist Creep-Tumore mit dran. Das heißt, die Vision ist da, um den Nidus einfach nachzusetzen für Savile. Hier kriegt aber nochmal einige Roaches zerschossen. Also Nieb wehrt sich hier mit allen Mitteln, die er hat und räumt die Nudes hier weg, hat jetzt auch mal den Creep hier im Griff, aber da oben kommt direkt die Nudes nachgesetzt, das ist eben das Problem. Und der Nexus, ja, ist ein interessanter Versuch, mal sehen, wann Savile da die ersten Einheiten ranschickt. Die Roaches sind schon unterwegs, währenddessen kommt der Lurker denn, es kommt plus 1 Carapace, es kommt Hyper Range Upgrade und plus 2 Mist Attacks ist halt schon drauf, drum machen nämlich die Locusts so viel Schaden. Die Locusts gehen jetzt erstmal in die Mainbase, da gibt's, ja, eine Cannon, die hat nicht lange durchgehalten, der Nexus wird auf einfach weggesniped. Der Pylon ist auch da und damit ist das plus 2 von Protoss auch unterbrochen. Das Locus teilen wieder aus. Währenddessen gibt es hier den Fight, die Roach Hydra Army gegen die Protoss Army. Die Protoss Army ist da zu klein. Wo war denn der ganze Rest? Das war doch mal mehr. Es waren 60 Supply hier. Aber 60, 50. Okay, da oben waren noch ein paar Zealots unterwegs. Okay, da war noch ein bisschen was vom Protoss Army Supply. Aber hier, der Speed Boost ist halt auch gerade unglücklich für die, weil das hilft der Zerg Army, die kann dann sofort die Distanz aufschließen. Vorswitz kam da zu spät, aber ja, einfach Savile wirft Nieb alles mögliche entgegen. Von frühen Dingen am Anfang zu jetzt einfach Swarmhosts, Locusts, Queens, Roaches, Hydras. So ein Savile packt so alles, was im Arsenal hat, so verteidig mal und wirft das so auf Nieb zu. Und ja, für Nieb, das war stressig auf jeden Fall. Ein paar Wellen liefen ganz gut, aber am Ende leider war das hier nicht genug. Also 1-0-Führung für Savile. So, und wir hatten hier einen Pool-First-Opener von Savile, auch ein interessanter Pylon hier von Leap, der sofort Zealots rausschickt aus dem Gateway. Also er versuchte, dasselbe was zu machen, allerdings hat Savile das im Griff, kann den Pylon loswerden und auch der Zealot muss hier aufpassen. 8 Linge nämlich draußen, das reicht, um den Zealot zu surrounden und dann hat der Zealot nicht viel zu melden. Läuft jetzt weg, versucht natürlich, sich an die Wand zu drücken, auf Unterstützung zu warten, die Linge weiten hier. Aber bisher noch kein Link down, die Schilde dafür unten. Der Pylon wird nicht lange überleben und damit für Leap. Der beste Anfang für ihn ist es nicht. Die Zealots werden sich auch eher zurückziehen. Speed-Upgrade ist unterwegs. Adapt kommt als nächstes. Und ja, das Opening für Nieb. Man versucht da Savile unter Druck zu setzen, aber das hat nicht ganz so funktioniert. Wenn es vielleicht die Zealots noch nutzen, mit Dritte abzufangen und eben hier sich in eine gute Position zu bringen. Aber die Linge wollen tatsächlich die Zealots auch haben. Rennen da drauf und da wird gefightet. Die Linge fressen sich durch. Die Queen hilft nochmal mit aus. Von den Lingen geht auch einiges drauf, aber auch von den Zealots wird nicht viel übrig bleiben. Die Dritte wird gescoutet, aber da geht der Zealot auch dahin. Es bleibt auch ein Ling nur übrig. Linkspeed ist jetzt drauf, da gibt es wieder ein Stargate-Opener für Nieb. Da warte ich Oracle Void Ray-Kombo. Und bei Savile erstmal mehr Drones, bis die drei Basen online sind. Mal sehen, ob er nochmal Nidus Swarmhost nachlegt. Oder ob er dieses Mal was anderes im Sinn hat. Erstmal kommen da die Adapts vorbei, aber Queens Dinge sind da für die Defense. Es gibt zuerst das Void Ray, um den Overlord loszuwerden. Adapts ziehen den Shade nicht durch. Müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht surrounded werden tatsächlich. Da sind einige Linge und ja, mit dem Surround können die Linge auch sehr viel Schaden ankriegen, das Rout nicht ganz hin. Die Adapts versuchen nochmal wegzuschaden. Der eine wird lau. Puh, wird lau, aber er lebt noch. Gerade noch. 6 Hit Points, gut, 2 Ling-Attacks hätten da. Also er hat noch einen Ling-Attack überlebt. Der zweite hat ihn dann gekillt. Und hier, oh, der. Ah, die Linge quetschen sich da durch, gerade durch die Wall. Aber das Void ist glücklicherweise mit dabei. Trotzdem, der Adapt wird nochmal angegangen. Und Savile schnappt sich einfach, was er nur irgendwie kriegen kann. Rennt nochmal weiter in die Mainbase, kann nochmal 3 Linge, mit denen kann man auch eine Probe rausnehmen, wenn man als Protoss nicht aufpasst. Wie man hier sieht, die Schilde sind schon unten. Aber heute jagt hinterher, als nächstes wird ein Oracle gebaut. Trotzdem, das ist lästig einfach, was Savile hier macht. Baut jetzt einen Roach One, Leertech, Linge werden aufgeräumt. Oracle läuft sogar extra noch den Laser dafür an. Und fliegt jetzt rüber und da kommt das zweite Oracle. Aber dritte Basis ist unterwegs für Nieb, er möchte es weiter in ein Makro-Game bringen. Hat eine Robo danach. Und das Oracle sagt mal kurz Hi, wird aber sofort von den Queens empfangen. Vocalus sind noch nicht überall da, aber es sind genügend Queens mit rein. Das Oracle muss ich ein bisschen aufpassen, das ist nämlich sehr viel Schaden, was es da sammelt. Sieht, dass die dritte fertig ist, dass sonst Vocalus steht. Dritte Basis von Leap ist dann auch gleich mit fertig. Dann kommt nochmal eine Forge Twilight Council mit dazu. Also der ganze Tech-Bandbreite wird ausgefüllt. Und die Adapts wollen nochmal nach vorne. Oder auch nicht so ganz, was sie den Ding sehen. An Linge werden gebaut bei Savile. Evolution Chamber kommt mit dazu. Und wir warten einfach, bis die Ground Army jetzt aufgebaut ist. Die Oracles werden hier und da noch Hallo sagen. Und Savile geht auf einen Spire tatsächlich. Also der Plan ist ein anderer dieses Mal. Trotzdem, Roaches werden vorbereitet. Und der Spire wurde direkt gecancelt, als die Oracles auf Kurs auf die Netflix waren. Dafür, dass eine Oracle zu nah dran geht, hat down. Und das zweite Oracle, er konnte
größtenteils nur zusehen. Es wurden zwei Drones gesniped. Spire ist neu im Bau, aber woanders. Also der Plan ist es, dass Spire nicht gescoutet wird, jetzt aber trotzdem gescoutet, weil die Adepts sind gerade dran vorbeigefahren. Die Drones fighten nämlich gerade mit und das ist doch deutlich mehr Damage, den Savile gerade nimmt. Die Adepts leben sogar nochmal eine Runde, bis die Queen hier gerade sich den Doppelkill schnappt. Dafür ist das Oracle nochmal hinten in der Mainbase. Stasis Ward trifft eine Drone. Oracle macht einen Abflug. Und erst nach dem Spire kommt ein Infestation Pit. Also Savile spielt einfach alles Mögliche. Mal sehen, was er wirklich aus dem Spire macht. Ich glaube, das ist eher ein Fake. Wo kommt der Infestation Pit und hat den Nieb schon gescoutet? Infestation Pit in der Main? Nein, wurde noch nicht gesehen. Der Spire wurde gesehen. Aber es wurde auch noch kein Phoenix produziert, um auf eventuelle Muta-Gefahr zu antworten. Cannons sind auch nicht wirklich in den Basen mit dabei. Mal sehen, inwiefern Nieb das scoutet. Ich meine, der ist an dem Spire kommt jetzt direkt vorbei. Aber auch im Infestation Pit kommt er dann gleich direkt vorbei. Außer die Hallucination kann nochmal defended werden. Die Queen gibt sich auf jeden Fall größte Mühe und das reicht. Infestation Pit wird nicht gesehen und es gibt tatsächlich nochmal Swarm Hosts. Und Neep sieht, ja, Neep hat ein Stargate unterwegs. Neep hat die Mutas im Blick, aber nicht Swarm Hosts. Linge rennen dann schon mal raus. Sind okay, die Protoss Ground Army kommt gerade an. Sehr schön. Queens mit den Dingen zusammen. Das ist eine ordentliche Verteidigung. Die nächste Hallucination kommt jetzt raus. Und die Queens aber sofort fokussen drauf und die Hallucination geht down. Neep schafft es, den Swarm Host Decke zu verstecken, nachdem der Spire dermaßen offensichtlich ist. Der Spire wurde gecancelt, neu gebaut und trotzdem gescoutet. Ja, der Spire wurde abgebrochen im letzten Augenblick. Und das weiß Neep aber noch nicht. Was sieht es jetzt? Da ist kein Spire mehr. Die Pläne beim Zerg haben sich geändert. Und ja, da hat er der Normalste gerade den ersten Swarm Host gesehen. Und die Swarm Hosts sind dann auch direkt unterwegs mit den Roaches. Also wieder Roach Swarm Host, dieses Mal aber ohne Nydus. Trotzdem für Neep natürlich Investment gegen weitere Stargate. Das war nicht ganz so der Plan. Jemand hat auch hier das Detective-Defense dagegen gebaut. Aber er sieht sich jetzt wieder mit Swarm Host, wieder mit Locust konfrontiert. Plus 1 Mistattacks kommt dann noch gleich mit dazu. Und da fliegt Welle Nummer 1 mit Roaches und Ravagern zusammen dieses Mal. Und momentan die Force blocken ein bisschen, aber nicht komplett. Die Locusts fliegen einfach mitten rein, wollen diese Schildbatterie haben, kriegen die Schildbatterie auch. Und nehmen jetzt nochmal ein paar Salets mit raus. Einfach Units snipen ist gerade so die Devise. Forces. Bice, lösen die Force Fields auf, macht der Protoss aber gerade auch selber ein bisschen mit den Archon. Der nächste Locust-Fälle dauert natürlich, die Queens aber halten hier die Stellung mit dem Tensuses. Die Protoss-Army versucht sich da durchzusetzen, aber Tensuses ist noch einige möglich da, aber wird eine Queen gesniped. Schon mal einiges weniger an Heilung. Wer das gibt es aber mehr Roaches, mehr Ravaged. Unten jagen nochmal ein paar Zealots, den einen Swarm Host, aber Roaches kommen zur Unterstützung. Der Swarm Host wirft nochmal die Locust ab. Und die Locusts helfen beim Kämpfen gegen diese Zealots. Aber Savile kümmert sich darum, dass die Swarmers da noch irgendwie irgendwas tun. Da war fast die Landung auf die Salads, die auch hier die Swarmers belag. Aber nein, der Flug geht auf die Mainbase. Aber nein, nicht voll kontrolliert hier von Savile. Schickt sie jetzt nochmal nach. Das ist natürlich verlorene Zeit. Die Salads hier werden auch geklärt. Die schaffen es nicht, den Swarmers noch mit rauszunehmen. Hier wird einmal die Landung angesetzt auf die Cannon und dann auf die ganzen Probes. Und das sind 11 Stück. Auch der Salad geht da nochmal down. Mehr dessen huscht aber die Protoss-Armee gerade ran und killt nochmal den ein oder anderen Swarmos. Die Immortals, die Archons sagen kurz Hallo und die Roaches sind gerade ein bisschen out of position. Sie haben sich gerade gesplittet. Ein großer Teil der Roaches ging gerade in die Netspiel. Da wird der Laser angeworfen, 14 Probes bereits an. Die Roaches fighten hier kurz, warten natürlich auf die nächste Swarmos-Unterstützung, aber die braucht noch ein bisschen. Nächste Locust-Fall ist jetzt dann verfügbar. Die Protoss-Armee pusht weit raus und dessen die Roaches aber hierher behalten die Position und kotzen gerade die Wallern. Aber Void Ray und Oracle kümmern sich drum. Also das langfristig läuft das schon für Neep. Der verliert dann nicht übermäßig viel. Die Roaches waren nämlich Stück für Stück zerstört. Vor allem mit dem Immortal ist noch mit dabei. Trotzdem 15 Props sind gefallen, aber jetzt kommt ein Counter-Warp hin. Die Protoss-Army schlägt mal zurück. Die Salads säbeln sich hier durch eine Queen, durch eine zweite Queen. Chansus, nein, Chansus kommt nochmal. Die Queen bleibt länger am Leben. Mehr Roaches kommen damit dazu, wenn es die Protoss-Army pusht auch weit nach vorne. Also momentan ärgert gerade Neep eher Savile, aber Savile sagt auch direkt wieder Hallo mit. Oh, das war so knapp am Stasis Ward. Das war so knapp am Stasis Ward. Und die landet Savile sogar noch einen einzigen Locust, um den Stasis Ward anzugehen. Recall jetzt auf diese Army. Das heißt, die Army steht aber direkt an den Locust. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Da geht ein Immortal nicht ganz down. Tatsächlich, die Schildbatterien machen guten Shops, sind jetzt aber auch wirklich out of energy. Es sind 4 Drones gestorben an dem ganzen Warp-Prism-Spielchen hier in Mainbase und 4. Basis. Savile nach wie vor Max. Neep auf 120 Supplier. Geht jetzt auf Storm. Und bei Savile einfach die nächste Roach Max Out. Das nächste Warten auf die Locust-Welle. Almost Anzahl 11 Stück. Also nicht übermäßig viel. Da kommt jetzt aber auch Burrow und Talonin Claws. Also Savile legt einfach nach. Wenn das Warpress mir immer noch versucht, mehr Schaden zu machen mit den Salads. Und die Queens versuchen da ihr Bestes, um das Warpress loszuwerden. Aber werden stattdessen wird die Queen selber surrounded. Nochmal ein Easy Kill. Da kommt die nächste Locust-Welle und die Protoss-Army ist direkt auch daneben. Storm ist noch nicht mit dabei. Das heißt, die Templar fighten nicht wirklich gut. Die Locusts haben ein anderes Ziel. Die wollen auf die dritte. Wollen da an die Probes. Erstmal geht's an die Cannon und dann auf die Salads. Also es werden einfach Units dafür abgetradet gegen diese Locusts. Ein paar Probes gehen da und wenn das dann starten auch wieder ein paar Drones.
Wir sind 7 Stück und das Warp-Prism hat sich wieder zurückgezogen, aber Salads sind jetzt auch alle gerade down. Zweite fliegt hier noch durch die Gegend, wartet einfach, ob da die Swarmos vorbeikommen. Da kommt aber gerade die Road Traveler Charm. Ich glaube, die Swarmos stehen ein bisschen weit hinten. Es gibt nochmal einen Split an Roaches und die nehmen hier den Immortan raus, gehen rein in die Mainbase. Da ist das Templar Archive, aber das wird Storm fertigstellen. Das können die Roaches auch nicht mehr aufhalten, zumal die Roaches das hier nicht überleben werden. Mit der Martian Charge. Das Lieb kämpft hier und er kommt durch die Wand an Roaches ein bisschen durch. Problem ist, dass Savile trotzdem bei weitem genügend Geld für den ganzen Spaß hat, um das weiter zu reinforcen. Er ist meine nicht wirklich weit vorne, aber er muss halt die Swarmos, die Locusts gut nutzen, wie man hier sieht. Die nächste Welle fliegt an, aber die muss relativ weit fliegen. Fliegt jetzt aber auch irgendwie mitten rein. Einmal auf die Schildbatterie, einmal auf den Nexus geht's hier. Der Nexus wird low, die Locusts werden aber auch weniger. Bleibt der Nexus hier am Leben? Der Nexus, er ist ganz knapp, aber der Nexus geht down. Mambis ist damit tot, am unten treffen ein paar Storms auf die Roach Army, wobei die Roach ist das nicht ganz so interessiert. Storm ist wichtig in dem Fall für die Locusts. Jetzt kommt der Nydus nachgezogen, mit aber auch Hydradon und Hivetech. Also Savile hat die 4 Basen jetzt am Laufen, hat nicht übermäßig viele Drones, baut Static Defense und ja, baut einfach sich die nächsten Werkzeuge ran. Swarmos sind nach wie vor nicht so viele. Es wurde auch aufgestockt auf 14 tatsächlich. Da kommt jetzt Nydus mit dazu. Das Oracle sollte das aber auch sofort gesehen haben. Aber erstmal ist die nächste Sorge natürlich die Locust-Welle, die da anfliegt. Weil das sind die Roaches und die Ravager auch schon wieder unterwegs sind. Protoss Army wandert in die Mainbase. Storms sind nicht ganz mit dabei. Die Templar eiern ein bisschen hinterher. Da könnte jetzt ein Storm landen. Er landet auch ein Storm. Zweiter Storm mit drauf. Aber da sterben auch einige Salads dafür. Wenn das dann sagen, die Roaches nochmal kurz hallo. Und die können sie jetzt auch eingraben. Aber da ist die Detection mit dabei. Das heißt, die Roaches schaffen nichts. Wenn es die Roaches versuchen, die Protoss Army zu diven, gehen an die Templar ran. Konto Storms kommen. Auch die Roach Army kriegt sehr viel Schaden ab. Und währenddessen hat er. Nochmal. Das war, glaube ich, ein Gateway, das er da verloren hat. Ja, das war ein Warp-Gate, das er verloren hat. Und ja, die eingegradenen Roaches natürlich auch sind da, um Vision vorbeizubringen für den Nydus. Und die Swarmos kriegen aber gerade Probleme. Nie findet den Weg an die Swarmos. Er hat leider keine Force Fields, aber er kann einige der Swarmos rausnehmen. Und die kosten sehr viel Geld. Locust-Welle wurde jetzt ja auch direkt genutzt. Das heißt, die ist auch nicht mehr so effektiv. Und das verschafft Nie natürlich wertvolle Zeit. Kann jetzt einfach von den Locusts davonlaufen. Die hier fliegen nochmal in die Main, aber es sind nicht so viele, das sollte nicht so viel passieren. Aber eben Nieb stellt auch gerade seine Army um, wie man sieht. Da kommt das Lurker-Upgrade, die Seismic Spines, plus 2 Mist-Attacks. Hydra Range ist drauf, Hydra Speed kommt das nächste. Also es wird hier nicht auf Roach Swarmos bleiben, sondern es wird ein anderer Attack hier nach und nach an den Start gebracht. Aber auch 4. Basis hier unterwegs für Nieb. Er hält bisher gut durch. Und seine Army wird natürlich auch stärker, mit 7 Immortals tatsächlich. 5 High Templar, jetzt sind es 7 High Templar. Die Roaches, ja, kriegen da mehr und mehr Schaden ab. Und wir haben 15 zu 13.000 Resources lost. Die Protoss Army hat wahnsinnig viel Feuerpower. Wie viel Attack-Upgrades sind da drauf? Plus 3 Attack ist tatsächlich auch voll drauf. Also ja, volle Damage-Output von den Immortals. Da kommt aber die nächste Locust-Welle auf die dritte und da ist keine Kenne mehr. Das heißt, das ist schlecht für die Probes. Schildbatterie gibt da nochmal ihr bestes. Stalker helfen damit aus. Der Nexus verliert Punkte, aber die Schildbatterie haut nochmal mit rein, versucht den Leben zu halten. Das sollte reichen. Der Nexus überlebt. Es gehen 3 Probes an. Währenddessen sagen die Roaches nochmal hallo. Da sind die Templar, die stormen aber nochmal die Roaches an. Von der Seite kommt nochmal der Archon, die Stalker blinken rüber, die Immortals ballern mit drauf und die Roaches werden deutlich weniger. Aber Savile hat noch Geld, um das zu ersetzen. Aber Nieb schafft es tatsächlich immer, einen Befreiungsschlag zu setzen, einiges von der Surgami rauszunehmen. Da wird auch ein Lurker Morph gerade noch unterbrochen. Und die Protoss-Armee marschiert mal vorwärts. Es gibt einen weiteren Nydus-Versuch. Der Nydus oben wird vom Oracle gefunden. Der Nydus hier unten ist unterwegs. Der ist direkt neben der neuen Protoss-Basis. Die Protoss-Armee währenddessen schiebt sie weiter nach vorne. Der Swarm-Prism liegt gerade noch so. Der letzte Hitpoint tatsächlich. Kommt da irgendwie an der Queen vorbei. Die Lurker sind hier sehr defensiv eingegangen. Das gibt die Möglichkeit, die Basis oben rauszunehmen. Die Protoss-Armee will aber mehr tatsächlich, pusht näher an die Lurker ran. Ist aber ziemlich schwierig gerade. Adaptive Talents wird bald fertig. Da geht's auf die Templar. Die setzen Storm ab auf die Roaches. Die Basis da oben wird trotzdem einfach weggeballert. Das Warpist muss aber trotzdem aufpassen, das Megalo, die King geht aber zuerst down. Protoss-Armee manövriert sich jetzt nach hinten, währenddessen aber fliegen die Locusts auf die neue Protoss-Basis auch an. Und für die Basis sieht es jetzt ziemlich schlecht aus, weil das sind, ja, noch, glaube ich, genug Locusts, um das in den Griff zu kriegen. Währenddessen haben wir hier die, oh, die Lurker zu säbeln, die Protoss-Armee, die Detection war eine Zeit lang nicht da und das ist so viel Schaden. Die Liebe-Armee ist einfach gerade geschmolzen, die Roaches erledigen, der letzte Lurker kommt nochmal nach vorne, die haben beide Upgrades, die sind stark genug und Savile säbelt sich hier durch Nieb durch, macht aus dem 1-0 ein 2-0. Wobei es Nieb endlich ein bisschen besser im Griff hatte. Wie man sieht, sein Army-Supply ist geklettert, aber dann die Lurker haben ihn gerade direkt zerstört. Und es war gerade dabei, sich zu wenden, aber dann sagt Savile, guck mal, ich habe Lurker. Und jetzt bist du tot. Und somit geht er 2-0 in Führung. Und Savile setzt direkt nochmal den frühen Bruder an, knabbert es an dem Gate, rum, das den Salad baut. Der eine Ding will da... Der Link wartet drauf, dass der Salad sich zu weit raus bewegt. Die Pokémon ist nochmal dazu. Nochmal ein Link kommt mit ran. Das Gateway verliert Hitpoints. Das zweite Gateway ist deutlich schwieriger anzugreifen. Der Link, ja, er will sich da irgendwie reinquetschen. Der neue Salad kommt dann gleich mit dazu. Trotzdem sind noch einige Linge mit dabei.
Und da kommen nochmal Zerlinge mit angelaufen. Jetzt geht's einmal auf die Zealots. Savile will hier fighten und er quetscht sich durch. Und das heißt, er kriegt hier den Surround. Da kommt eine Schildbatterie, um abzusichern. Problem ist aber trotzdem, für das Gateway sieht es ziemlich schlecht aus. Weil es überleben einige Linge. Es kostet 5 Linge für die beiden Zealots. Das Gateway geht down. Der Adept wird nichts. Der zweite Adept, der sollte was werden. Schildbatterie wird gecancelt. Und damit, die Defense reicht erstmal tatsächlich für Nieb. Savile lässt hier von der Aktion ab. Hat eine zweite Basis aber gebaut. Und er hat natürlich jetzt wieder ein bisschen was an Ressourcen gekillt. Der Adept setzt den Dinger nach, kommt aber nicht wirklich gut hinterher. Und wir haben einen Stargate-Opener wieder bei Nieb. Mal sehen, was Savile dieses Mal macht. Gibt es nochmal Swarmhosts? Weil Savile jetzt nicht ewig auf den Swarmhosts tatsächlich bleiben möchte. Also er sucht relativ bald auch dann die Transition raus auf die Hydras, auf die Lurker. Aber er nimmt die Swarmhosts auf jeden Fall gerne mit. Generell, wir haben ja in der vorigen Map einen bunten Tech-Weg gesehen. Mit Spire, der eigentlich unterwegs war, bis fast fertig. Hat er die Sommers noch versucht zu verstecken und hat auf der ersten Linie auch funktioniert. Also dafür, dass das Lieb von den Sommers relativ spät erst erfahren hat, hat es ziemlich gut noch in den Griff bekommen für die Verhältnisse. Darauf, dass er eigentlich gepolt war, da kommen jetzt Mutalisken vorbei, aber das war eben nicht der Fall. Vielleicht sehen wir dieses Mal auch die Mutas. Vielleicht ist es einfach wieder nur ein Fake. Und währenddessen kam da nochmal ein Ling rein, das Void Ray kümmert sich drum. Oracle danach, die Adaption dessen sagen, hallo an der Natural, kriegen Drone 1 und 2. Und wollen noch ein bisschen mehr, aber die Queen klebt dran. Die Adepts rennen da immer im Kreis. Der erste Adept ist aber down. Es gibt eine dritte tote Drone. Der Adept geht auch fast down tatsächlich. Hat kaum noch Hitpoints. 10 HP. Schilde down. Und die Linge rennen ihm aber gerade nicht direkt hinterher. Damit kommt der Adept erstmal noch nach Hause. Linkspeed ist unterwegs. Und dann sehen wir gleich das Oracle. Es gibt direkt ein zweites Stargate. Also Phoenix hier wohl in Planung. Also wird Doppel Stargate Void Ray oder Doppel Stargate Oracle bauen. Aber nein, es gibt schon den ersten Phoenix. Das Thema hat sich erledigt. Also andere Playstyle dieses Mal von Nieb. Weil das ein Savile einfach mit den Dingen scoutet. Overlord-technisch geht er eh nicht mehr viel mit den Lufteinheiten. Oracle, er fährt nochmal durch die Gegend, wird aber von den Queens abgefangen und die jagt hier die Jones. Das Oracle macht auch ein paar Kills, 4 Stück insgesamt. Aber verliert den Großteil seiner Hitpoints dabei. Und jetzt sind Adepts wieder unterwegs. Und ja, Doppel Stargate Phoenix wird vorbereitet. Es gibt einen Roach Warn bei Nieb. Mehr Drones. Und die Adepts sagen Hallo zu den Queens. Vielleicht ist aber Linkspeed mit dabei, da müssen die Adepts ein bisschen mehr aufpassen. Ziehen den Shade durch. Die ziehen den durch, aber da, wie gesagt, Linge mit Speed Upgrade. Das kam gerade frisch mit dazu. Das heißt, 2 Drones für 2 Adepts. Hat sich nicht ganz rentiert für Nieb, aber er hat eine dritte unterwegs. Und eben baut seine Phoenixe nach und nach auf. Savile aber hat da nochmal einen Overlord am Anfliegen tatsächlich. Könnte das also recht frühzeitig mitkriegen. Und Phoenix war nicht konstant durchproduziert tatsächlich. Okay, ja, war ein Supply Block da. Linge sagt hier kurz Hallo, wir haben von Oracle defended und ja, der Overlord ist auf Kurs. Er will wissen, was geht da ab, was macht der Protoss dahinter. Währenddessen wird der Leertag fertig, Evolution Chamber kommt wieder zu, mal sehen. Savile, gibt es dann direkt die Hydras? Gibt es einen Spire für Corruptor? Gibt verschiedene Wege, wie man gegen die Phoenixe spielen kann und die Phoenixe sagen Hallo zum Overlord. Es werden sofort 3 Queens angedrückt von Savile. So, ja, weiß auf jeden Fall, mehr Anti-Air ist benötigt und jetzt kommt der Spire. Also der Plan sind dann Corruptor. Weil Mutas schaffen das nicht gegen Phoenixe. Es sind 7 Stück mit nochmal 2 mehr unterwegs. Queens momentan 5 auf dem Feld. Spawncrawler 3 auf dem Feld mit nochmal 3 unterwegs. Und jetzt kann Nieb mal ein bisschen Savile belagern. Also darf das Spielchen mal ein bisschen umdrehen. Drones rausnehmen. Muss natürlich trotzdem auf die Phoenixe ein bisschen aufpassen. Und für Savile ist es eine lange Wartezeit natürlich, bis der Spire wirklich da ist. Und wir haben momentan 3 Basen Zerg gegen 3 Basen Protoss. Also das sieht soweit ordentlich aus für Nieb mit Doppel-Robo auch dahinter unterwegs. Kommt nochmal ein Void Ray mit dazu, da wird im Roach One auch Roach Speed noch erforscht und die Phoenixe ja, suchen nach Möglichkeiten. Aber bisher hat das Lied noch ganz okay im Griff, da gibt es nochmal hinter ein paar tote Drones. Aber Nieb droned auch sofort nach, Spire ist bald mit dabei und es ist 900 Gas gebunkert. Also es ist eine ganze Wand an Corruptern. Roach Speed auch gleich mit dabei und bei Nieb gibt es an der Net schon noch ein bisschen Ärger mit ein paar Zerglingen, aber Adept ist hier, Void Ray ist hier. Die Linge haben da nicht so viel zu melden. Spire aber gleich da. Es gibt trotzdem plus 1 Missile Attacks. Spire ist fertig. Es wurde noch kein Corruptor angedrückt. Phoenixe schauen nochmal vorbei. Jetzt gibt es die ersten 6 Corruptor. Die Queens spucken auch noch fleißig auf die Phoenixe mit drauf. Die versuchen es nochmal in der Mainbase. Aber Spawncrawler sind doch einige da, Queens sind einige da. Da gibt es nochmal den Lift auf eine Queen. Die ist Corruptor eben noch nicht ganz gespawnt. Da werden nochmal ein paar Corruptor nachgelegt, aber jetzt gibt es noch ein bisschen mehr Schaden an die Economy. Aber auch die Phoenix ein bisschen angekratzt, das könnte die Arbeit für die Corruptor leichter machen. Und es gibt den Wechsel auf Void Ways, also Nieb hat den Spy auf jeden Fall auch im Blick und möchte dann
die Antwort auf die Corruptor finden mit den Void Rays. Die machen natürlich einen guten Damage mit Prismatic Alignment. Wenn es, solange es nicht zu viele Corruptors sind, haben eine gewisse Anzahl Corruptor, haben die Void Rays auch nicht mehr so viel zu melden, weil sie einfach weggesniped werden. So, und wir haben ja, die beiden Attack-Upgrades beim Protoss unterwegs, zusammen mit Charge. Das Spiel entwickelt sich durchaus in eine andere Richtung. Und da haben wir auch einen Fleet Beacon mit dazu. Okay, also Neep scheint auf Stargate-Tech bleiben zu wollen langfristig. Mit dann bald Carrion unterwegs. Außer er schnappt sich noch das Phoenix und das Void Ray Upgrade. Das könnte er theoretisch auch tun. Stargate-Produktion ist momentan nicht so viel. Es gibt noch die Immortals mit dazu. Man weiß natürlich nicht, ob da noch Roaches vorbeikommen. Roaches werden auch gerade einige gebaut von Sabel. Mit 11 Stück. Die Corruptor finden bisher nichts. Und Neep nimmt sich eine vierte Basis. Vierte Basis auf bei Sabel. Aber das sieht für Neep eigentlich ziemlich gut aus. Er zieht so sein Ding durch. Hat Sabel beschäftigt. Sabels Economy ist nicht im besten Zustand. Sein Supply wechselt zwar, aber ist halt Roach Supply. Und Neep hat 5 Void Rays auf dem Feld. Also wenn er nicht gerade die Void Rays komplett gegen die Corruptor und die Ravager verliert, sollte der nächste Push von Neep durchaus haltbar sein. Die Corruptors sagen mal kurz Hallo, die Void Rays sagen Hallo zurück. Und die Phoenixer jagen auch hinterher. Backup-Gates fehlen noch, vierte Basis soll jetzt defended werden. Die Void Rays lasern auf alles, was in Reichweite steht. Aber die Circle sich, sie pusht dran und Neep möchte die Basis nicht verteidigen. Bisher traut sich nicht zu, die Basis verteidigen zu können. Hat einen dritten Immortal und baut nochmal doppelte Immortal mit dazu. Also er hat auf jeden Fall gleich mächtig Feuerpower. Die vierte wurde gecancelt, die vierte von Sabel ist inzwischen online. Aber der Worker-Count von Sabel nach wie vor nicht so hoch. Und da gibt es das Void Ray Speed Upgrade, die Flux Wanes. Und jetzt geht der Attack weiter auf die dritte Basis. Aber jetzt nochmal mit mehr Immortals wird das nicht unbedingt leichter für Sabel. Also er muss da schon vorsichtig sein. Crows of Bias gehen ins Leere. Und oben gibt es nochmal kurz einen Run-By mit Lingen und die kommen auch rein. Aber die Void Rays sind da und die Void Rays retten da. Oh, da wird Burrow auch schon genutzt. Burrow wurde erforscht und wird auch gerade schon verwendet, wenn das die Roaches und Ravager belagern, die dritte Basis. Also Savile zieht einfach wieder so sein Ding durch und beschäftigt hier Neep. Währenddessen er zu Hause einfach Upgrades erforscht, mehr Units baut, nähert sich dem Max-Out gleich und jagt hier nochmal den einen Immortal. Aber der Stasis Ward. Der Stasis Ward schlägt gut ein. Jetzt kann der Protoss ziemlich wahrscheinlich den Fight drehen, wenn es in die Corruptor gehen in die Bambis und Caustic Spray ist geplant auf den Nexus in Massen, um den Mainbase Nexus tot zu kotzen. Hier währenddessen gibt es ein paar Ravager-Kills und die Ravager natürlich sind auch gefangen mit dem Stasis Ward. Die Frage ist, lohnt sich das dafür, einen Nexus zu verlieren? Der Nexus ist easy down. Die Void Rays und Phoenix fliegen jetzt aber rüber und wollen natürlich die Corruptor haben. Währenddessen die Immortals kümmern sich um die Ravager, die da noch rumstehen und die werden auch ziemlich massiv weggesprengt. Vor allem, wenn sie stehen bleiben, dann hilft da gar nichts mehr. Die Corruptor werden jetzt eben gejagt von Phoenix und Void Rays. Da ist Prismatic Alignment, aber eben der Zerg muss da eben abhauen. Wenn die Fähigkeit an ist, sehen die Corruptor kein Land in der Anzahl momentan. Es werden aber mehr Corruptor gebaut. Also der Kampf verlagert sich mehr und mehr in die Luft, auch plus 1 Air Weapons für Sabel. Baning Speed, plus 1 Melee Attacks, hat seine vierte Basis mit 73 Drones jetzt hier am Start. Also Mining Vorteil ist jetzt doch deutlich gewachsen mit noch mehr Drones auch unterwegs. Aber die vierte, nein, die Mainbase ist gerade neu, das ist keine vierte Basis, das ist die Mainbase Neubau. Das schränkt natürlich Neeps Mining auch gerade noch ein bisschen mit ein, mit seinen 63 Probes hier trotzdem hat. Raptors sagen Hallo und da sind die ganzen Immortals am Start, also das müssen die Roaches durchaus auf was. Baning Speed ist nicht ganz mehr dabei. Nächste Caustic Spray auf den nächsten Nexus. Die Linge blocken sie einmal komplett alle im Stasis Ward. Und die Immortals stehen jetzt hier wie eine Wand. Die Baning gehen zwar rein, aber die Immortals stehen trotzdem. Die Warriors kommen dazu und wollen die Corruptor loswerden. Die Corruptors sind ziemlich angekatzt. Es gehen ein paar Phoenix an. Jetzt kommt noch Prismatic Alignment mit dazu. Aber Sabel rennt dann einfach weg. Möchte den Fight nicht länger haben. Kriegt aber nochmal ein paar Einheiten geliftet. Die Warriors haben immer noch Prismatic Alignment. Und das ist das, genau das. Die Corruptors schmelzen dann einfach, wenn sie sich daran wagen. Trotzdem ist 19 Corruptor auf dem Feld. Die Linge rennt dann nochmal durch aus dem Stasis Ward raus. Die Void Rays fighten gegen die Corruptor. Neep kitet da hin und her, versucht die Linge nochmal die Natural reinzubringen, aber auch da ist noch ein Void Ray unterwegs. Die Pops fighten kurz mit und von den Lingen bleibt dann nicht viel übrig. Da bleibt gar nichts übrig, der Ling wird auch gesniped. Die Corruptor schauen nochmal in der dritten Basis vorbei. Da sind jetzt auch Archons mit drin, die natürlich ordentlich Splash Damage austeilen. Wenn auch gleich plus 2 Ground Weapons noch mit dabei ist. Wir sehen Hydro dann aber wieder unterwegs. Und ja, Sabel baut eine 5D. Seine Army wirkt so ein bisschen improvisiert. Macht noch, aber ist halt auf das, was der Protoss hat, angepasst. Jetzt deutlich weniger Roaches Ravager, dafür deutlich mehr Corruptor, mehr Ling Bane als Unterstützung, weil natürlich die Immortals nicht sonderlich toll gegen Linge sind. Und die ist ja letztlich nicht toll gegen Baning. Also ja, Sabel entsprechend passt seine Army an, sniped das Warp Prism weg, muss trotzdem Angst haben vor den Archons und auch ein bisschen vor den Void Rays. Das ist immer noch sehr viel Schaden, was da ausgeteilt wird. Aber es sind halt so viele Corruptor hier und jetzt wird kurz umgedreht, Titan gegen die Void Rays. Nein, nicht ganz, Prismatic Alignment ist an. 9 Void Rays, 18 Corruptor auf dem Feld. Mehr Linge werden nachgebaut und da drüben werden ein paar Salads gefunden und gesniped mit dem Baning natürlich zur Hilfe. Das ist kein Problem für die Zerg Army, aber die Protoss Army räumt währenddessen noch ein bisschen Creep aus dem Feld und ist fast vor der vierten Basis von Sabel. Aber es gibt noch keine vierte Basis für Neep, weil es sind auch an beiden Positionen Linge eingegraben. Dafür wird die fünfte Basis gefunden, die da im Bau ist. Da sind noch mehr Salads unterwegs tatsächlich.
Die haben auch plus 2, also die machen ein gutes Stück an Schaden. Die Linie rennen auch gerade schön wieder weg. Das heißt, die Zealots können sofort nachsetzen. Die Protoss Hauptarmee pusht hier ran. Mit weiterem Stasis Ward geht's jetzt vorwärts. Aber nein, die Zealots werden abgefangen, surrounded von den Dingen. Wenn das sind hier Baninge, einige mit dabei. Die Protoss Armee kann ziemlich viel aushalten mit den Immortals. Stasis Ward blockt mal ein paar Baninge weg. Jetzt gehen die Immortals nach vorne. Auf dem Boden ist halt nicht viel für Savile. Der baut jetzt 40 Linien nach, aber die Immortals räumen trotzdem easy die Hatchery weg. Und die Beutels helfen auch nochmal aus Lasern darauf. Jetzt ist bloß eine Gleimerland gegen die Corruptor. Es sind 15 Corruptor gegen 7 Beutels. Die Arkons Lasern da noch irgendwie mit rein. Und von dem Fight momentan, Savile zieht sie zurück und Leap killt die komplette Base mit 5 Drones. Geht nochmal ein bisschen weiter mit den Archons und den Immortals. Das sind aber noch weitere Roaches, Ravager und Dinge. Wir müssen nur noch Ravager und Dinge. Roaches sind gar keine mehr auf dem Feld. Es kommen jetzt wieder ein paar Roaches mit dazu. Die Voidless treffen wieder auf die Corruptor. Die Voidless sind stellenweise ziemlich angeschlagen. Noch 4 Voidless. Die Voidless verlieren den Fight gegen die Corruptor. Aber die Immortals unten räumen gerade noch ziemlich gut auf. Das nächste Warp ist mit dabei. Das will noch ein Warp starten. Das kriegt den Warp auch durch, bevor es von den Corruptor gesniped wird. Drones werden mitgezogen von Savile. Aber die Protoss Army, sie hat's schwer, weil mehr Reinforcement kommt nach. Wobei, die Economy wird gerade schwächer von Savile. Und jetzt ist seine dritte Basis angefahren. Die Ravager alleine managen. Die Immortals räumen gerade richtig gut durch. Aber mehr Reinforcement kommt mit an. Jetzt haben die Immortals keinen Support mehr. Da ist kein Warpless mehr mit dabei. Das heißt, die Immortals gehen hier alle gleich down. Mit den Dingen, die noch unterwegs sind. Der Drone müsste da auch noch mit einem von den Immortals. Wird nicht viel übrigens. Fokus nochmal raus, was geht. Aber die Immortals sind alle tot. Und die Corruptors sofort mit dem Counter Caustic Spray auf die dritte Basis. Und die dritte Basis wird das nicht überleben. Die Corruptor werden nochmal genutzt, aber gehen dafür auch größtenteils down. Es kommt jetzt der Nexus sofort nachgebaut, aber Neep ist auf 3 Basen. Wir sind jetzt auf 2 Basen, da wird nochmal eine Probe gefressen und die Savile Army rennt sofort wie verrückt über die Karte, nimmt nochmal den Pylon raus und weiß, okay, noch keine vierte Base mit am Start. Und da kommt einfach das GG. Da kommt einfach das GG von Neep. Warum, frage ich mich gerade, was hatte ihn gerade noch direkt dazu bewegt? Ich meine, klar, seine dritte ist down, das heißt, er ist auf 2 Base, bisher auf 1 Base, weil seine Main Base natürlich auch fast leer ist. Also economy-technisch geht da nicht mehr viel. Und ich glaube einfach, er hat einfach auf die Basis quasi, er weiß, dass die Basis da ist. Das heißt, Savile, er hat die Basis nicht gekillt. Er hat noch halbe Hitpoints tatsächlich, also noch ein gutes Stück. Also das heißt, Savile hat seine 3 Basen mehr oder weniger. Klar, Main Base ist bei Savile auch fast leer. Aber mit Main und Natural zusammen, das ist eine gute Basis. Dann noch 2 weitere, wobei die ist auch schon halb leer, tatsächlich die dritte. Aber Savile hat die Base. Tatsächlich hatte Savile weniger Worker und nicht das beste Army Supply. Storm wäre eine Option gewesen. Templar Archive ist schon da. Also ich glaube tatsächlich, Neep hätte hier noch nicht hinschmeißen müssen, aber Neep hatte keine Lust mehr. Da nach der Erfahrung der ersten beiden Maps kann man es schon ein bisschen verstehen. Ein bisschen schade, dass sie hier schon rausgeht, weil wie gesagt, so verloren war seine Situation jetzt noch nicht unbedingt. Mit, ja, 62 zu 53 Worker. Das Service Worker konnte aber wirklich nicht gut sein. Army Spy ist auch ähnlich krass gedroppt. Und die 4 Corruptor, ja, haben nicht mehr so viel zu melden. Dann hatten wir hauptsächlich Linge, was war noch ein Production Tab? 8 Hydras kamen damit dazu. Da wurde die Armee, aber wie gesagt, eigentlich Templar Archive wäre da. Storm erforschen hätte mal das gegen die Hydras. Zum Hive-Tech hat es nämlich bei Savile auch noch nicht gereicht. Noch kein Lurker, denn ist da. Also wie gesagt, das wäre spielbar gewesen noch für Neep. Da hätte er noch nicht aufgeben müssen, aber er hatte keine Lust mehr. Das ist seine Entscheidung. Er hat das GG geworfen und damit Savile cleart das Halbfinale ziemlich easy 3-0. Mit wirklich. Er hat wirklich absolut jeden Respekt, glaube ich, verloren vor seinen Gegnern. Er wirft denen jetzt wirklich inzwischen alles entgegen und guckt einfach, was sie draus machen. Und dann macht er halt so sein Ding und dann schauen wir mal. Also, als ob Savile nicht schon dominant genug wäre, jetzt spielt er halt auch noch, was er will. Weil es ist ihm sonst zu langweilig anscheinend. Ich weiß es nicht. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Aber es ist krass auf jeden Fall, was er abliefert. Das heißt, Savile ist der erste Finalist. Und den nächsten finden wir im nächsten Halbfinale raus. Das war's mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.